Man kann halt mit seinen Händen und mit seinem Kopf einfach überall arbeiten und überall was Gutes tun. Ich wusste schon immer, ich will was Künstlerisch-Handwerkliches machen. Ich war gut in Kunst, habe schon immer gerne Sachen mit meinen Händen gemacht und war dann lange auf der Suche nach einem Beruf, der zu mir passt. Ich habe vorher darüber gelesen und gesehen, was machen KirchenmalerInnen. Aber als ich dann da war und war zum ersten Mal in der Kirche, da kann ich nur sagen, es war so ein unbeschreibliches Gefühl von Gänsehaut, Ehrfurcht, Respekt. Es hat mich total fasziniert. Ich hatte so ein Bauchkribbeln, dass ich dachte, ich darf da jetzt ran. Es hat mich sofort gehabt. Ich hatte immer unglaublich Angst in der Lehre, dass ich vielleicht nur der Hiwi bin, nur zuschauen darf. Also, was man halt hört, Kaffee kochen, zusammenfegen, Eimer auskratzen. Nee, von vornherein durfte ich wirklich immer mit Hand anlegen. Was einem ja selber hilft, ist, wenn man Vorbilder sieht und sieht, was die daraus machen. Auch was ich für eine Resonanz bekomme bei Social Media, wenn ich Arbeiten von mir teile, wenn ich meinen Arbeitsalltag teile. Wie cool, wenn ich dich sehe und du dich selbst ermächtigen kannst, wie du einen Akkuschrauber hast, wie du die Rolle schwingst, verputzt, auf dem Gerüst in der Höhe rumstiefelst. Ich habe gemerkt, wie gut die das finden, was ich mache. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ja, das müssen viel mehr Leute sehen. Und ich hatte vor allem das große Bedürfnis, nach mittlerweile 12 Jahren, die ich im Handwerk zu Hause bin, dass ich so ein bisschen dem Handwerk den Staub runterpuste. Ich bin viel selbstbewusster geworden, viel eigenständiger. Dadurch lag es für mich relativ nah, auch eine Karriere weiterhin anzustreben danach. Ich habe dann noch 2 Gesellenjahre drangehängt, meinen Meisterinnentitel gemacht und dachte mir, ich möchte unbedingt meinen eigenen Betrieb gründen und einfach auch so ein bisschen, ich sag immer so, so einen kleinen Fingerabdruck von mir hinterlassen. Also ich weiß nicht, ob ich das empfinden würde, wenn ich im Büro sitze und 20 E-Mails beantworte oder in Zoom-Calls stecken würde. Also ich weiß nicht, ob ich da am Ende des Tages so erfüllt wäre, wie ich es bin. Also es ist schon ein großes Maß an Selbstverwirklichung. Und ich bin da stolz drauf. Richtig. Egal, ob du gepierst bist, tätowiert bist, grüne Haare hast, deinen eigenen Look, deine Identität mitbringst, das ist im Handwerk erlaubt, das ist gewünscht und jeder ist willkommen. Und ich merke, dass die jungen Menschen, die 15-, 16-, 17-Jährigen, die wachsen mit einem ganz anderen Weltbild auf, viel toleranter, viel weltoffener. Und wenn wir im Handwerk junge Menschen gewinnen wollen, wenn wir wollen, dass sie sehen, wie wunderbar das ist, was wir machen, dann müssen wir auch unsere Tür aufmachen und zwar echt noch ein Stückchen weiter. Und ich möchte sagen, dass alle Hände ins Handwerk gehören und mich für eine Diversität im Handwerk stark machen, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass Diversität die größte Stärke jeden Unternehmens ist. Ich bin Kirchenmalerin. Und was ist mit dir?